Covid-19, besser bekannt als Corona, ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Das heißt, die Gefahr ist tatsächlich etwas realer geworden. Und in Deutschland ist tatsächlich regelrecht eine Panik schon entstanden. Und ich möchte jetzt einfach mal ganz nüchtern betrachten, ob Diabetiker tatsächlich zu einer besonders gefährdeten Gruppe gehören. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, und Corona ist seit Anfang des Jahres das große, schlimme, bedrohliche Thema. Für mich war es bis vor 2 Wochen aber immer noch so mega weit weg. Ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Ich meine, man hat viel mitbekommen, man ist ja in den Medien gar nicht drum herum gekommen, aber ja, es war für mich einfach nicht wirklich greifbar, bis dann vor 1,5 Wochen tatsächlich der erste Fall auch hier bei mir in der Umgebung bekannt geworden ist. Und das war tatsächlich so ein Moment, wo ich erstmal irgendwie schlucken musste. Und ja, jetzt ist die Gefahr für mich eben auch tatsächlich so ein bisschen greifbarer geworden. Man hört ja immer, dass vor allem ältere Menschen und chronisch kranke Menschen stärker von diesem Virus gefährdet sind. Und ich möchte jetzt einfach mal mit euch klären, inwiefern wir als Diabetiker dann tatsächlich dazugehören oder ob das doch gar nicht so gefährlich für uns ist. Ich habe mich in den letzten Tagen deswegen echt intensiver mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt, habe mehrere Artikel und Videos und so durchgelesen, geschaut. Alle Links dazu findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Schaut euch die unbedingt an, sind echt hilfreich und echt einfach informativ, um das Ganze einfach wirklich ein bisschen besser einschätzen zu können. Jetzt aber auch nochmal so die Kernaspekte hier von mir zusammengefasst. Kein erhöhtes Infektionsrisiko für gesunde Diabetespatienten. Das ist zumindest die Überschrift von einem Artikel auf Diabetologie Online. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung, und da wird gesagt oder geschrieben, dass der Deutsche Diabetesgesellschaft Mediensprecher gesagt hat: Auch im Falle einer Infektion mit dem bislang noch wenig erforschten Coronavirus gehen wir, analog zur Influenza, davon aus, dass man mit einem ausgeglichenen Stoffwechsel das Risiko für Komplikationen reduzieren kann. Das heißt eben, wenn man wirklich gute Werte hat, und ich meine damit jetzt nicht, dass man zwischendurch vielleicht mal auf 300-400 ist, zumindest würde ich das jetzt so deuten, sondern relativ stabil, ausgeglichen, vielleicht ein HbA1c um die 7, am besten eben unter 7, dann ist man laut dieser Aussage eben nicht stärker betroffen. Geschrieben wird allerdings auch beispielsweise auf der Apothekenumschau-Webseite, dass auch Diabetespatienten können ein erhöhtes Risiko haben, da ein schlecht eingestellter Diabetes mit dauerhaft erhöhten Blutzuckerwerten die Abwehrkräfte schwächt. Außerdem können fieberhafte Infektionskrankheiten die Blutzuckereinstellung natürlich auch bei gut behandelten Diabetikern verschlechtern. Heißt also, wenn man eben tatsächlich dauerhaft wirklich auf höheren Werten sich befindet, der Blutzucker eben da ist, dann wird dadurch das Immunsystem etwas geschwächt. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass man eben ein höheres Risiko hat auf einen schlechteren Krankheitsverlauf, wenn man tatsächlich an Corona erkranken würde, dann geht es eben darum, dass wenn das Immunsystem schlechter ist als bei gesunden Menschen, dass es zu so einem schlechteren Krankheitsverlauf kommen könnte. Und das kann eben tatsächlich der Fall sein, wenn man länger irgendwie höhere Blutzuckerwerte hat. Außerdem wird hier eben die Gefahr dargestellt, dass tatsächlich auch wenn man an Corona erkrankt ist und eigentlich auch gute eingestellter Diabetiker ist, ich meine, ihr kennt das alle, wenn man eine Erkältung hat, dann spielen die Werte einfach verrückt, und so wird das hier eben auch für den Coronavirus prognostiziert. Der größte und wahrscheinlich auch ausschlaggebendste Grund dafür, dass Diabetiker aber tatsächlich zu einer etwas gefährdeteren Gruppe gehören, ist die Tatsache, dass Diabetiker zumindest meistens im älteren Alter, aber natürlich auch schon vielleicht im jungen Alter Folgeerkrankungen aufweisen. Und dazu sagt der Mediensprecher nochmal: Haben Diabetespatienten Begleit- und Folgeerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Probleme oder Organschäden, sollten sie aktuell jedoch besonders achtsam sein. Bezieht sich eben darauf, wenn man solche Folgeerkrankungen hat, dass man tatsächlich dadurch dann ein geschwächtes Immunsystem hat, was dann nicht so gut diesen Virus bekämpfen könnte. Insbesondere wird da nochmal gewarnt, wenn man gerade eine Organtransplantation hat und immunsuppressive Medikamente zu sich nehmen muss, um das Immunsystem eben künstlich runterzufahren, ist man jetzt natürlich besonders stark gefährdet. Und diesen Leuten wird dann tatsächlich auch empfohlen, sich vor großen Menschenmengen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebieten, in denen Infektionsfälle bekannt geworden sind, fernzuhalten. Das heißt, was ich daraus schließe, auch jetzt für meinen Alltag, ist, dass ich einfach nicht stärker betroffen bin. Ich hoffe, das ist bei den meisten von euch jetzt auch der Fall. Und an alle anderen gelten eben dann solche
ja, Vorkehrungen. Ich denke allerdings, dass die meisten eben tatsächlich sich jetzt keine großen Gedanken machen müssen, keine große Angst davor irgendwie haben müssen und erst recht nicht in Panik geraten müssen. Ganz wichtig ist eben für uns alle, dass man sich um ja, Hygiene einfach kümmert. Das heißt, das Wichtigste, einfach gründlich Hände waschen, jetzt auch mehrmals am Tag. Ihr findet auch nochmal einen Link zu empfohlenen Hygienemaßnahmen unten in der Infobeschreibung. Und allgemein lässt sich noch zum Coronavirus sagen, dass es natürlich eine Gefahr ist. Daran können Menschen sterben. Ich habe es gerade gesagt, wer auch eventuell stärker von sowas betroffen sein kann, aber das ist auch immer relativ gesehen. Also nur weil man Diabetes hat, wird man nicht, wenn man jetzt in dem Fall, dass man Corona kriegen sollte, direkt daran sterben. Aber dieser Virus kann eben tatsächlich zum Tod führen. Im Vergleich allerdings zu der Influenza, also einer anderen Grippeart, da liegt die Sterberate bei 0,2 bis 0,3%. Und vom Robert-Koch-Institut wird im Moment geschätzt, dass die Sterberate beim Coronavirus bei 0,3 bis 0,7% liegt. Das heißt, etwas erhöht, erhöhter als bei der anderen Grippe, aber eben trotzdem nur ein Bruchteil der Menschen, die eben tatsächlich an Corona erkranken. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass jetzt auch mittlerweile schon mega viele, die eben an Corona erkrankt sind, tatsächlich auch schon wieder gesund sind und nicht mehr ansteckend sind. Deswegen, ich denke, man kann aus diesem Video mitnehmen, man braucht sich keine unnötige Angst machen, man braucht nicht in Panik geraten, man sollte auf jeden Fall auf gewisse Hygienemaßnahmen jetzt einfach achten, das heißt eben gründlich Hände waschen und so weiter und so fort, aber dann sind die meisten Diabetiker wahrscheinlich auch nicht stärker jetzt von dem Coronavirus gefährdet als ohnehin alle anderen Menschen jetzt tatsächlich eben auch. Dann hoffe ich, ich konnte euch mit diesem Video informieren. Ich hoffe, keiner von euch wird irgendwie sich nochmal stärker mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Und wir sehen uns alle gesund und munter nächste Woche zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.